Wenn jemand die Daten kennt, die morgen zur US-Inflation veröffentlicht werden, dann ist es die Fed. Die US-Notenbank hat in ihren Distrikten unglaublich viele Daten, viele Informationen. Dementsprechend wird die US-Notenbank schon ziemlich genau wissen, was da morgen an einer Inflationszahl auf uns zukommen wird. Und das Wissen, das gleichen wir mal ab mit den Aussagen der Fed innerhalb der letzten Tage. Und wir erinnern uns, am Montag hatten wir eine Rallye bei den Aktienmärkten im Gefolge des schon starken Freitags, nachdem die US-Stundenlöhne niedriger waren als erwartet. Und dann kamen Fed-Speaker wie Bostic, wie Daly, die gesagt haben, wir werden die Zinsen über 5% anheben und glaubt mir, wir werden sie das ganze Jahr über 5% lassen, komme, was da wolle. Und hier drängt sich aus meiner Sicht jetzt ein Verdacht auf, nämlich, das hat mir mein Kollege gestern, Wolfgang Müller, gestern auf WhatsApp gesprochen und fand ich unmittelbar plausibel und dachte, das möchte ich Ihnen auch kommunizieren, nämlich die Fed weiß schon relativ genau, dass die Daten wahrscheinlich eher auf der Unterseite überraschen werden, also niedriger ausfallen werden als erwartet. Das würde bedeuten, dass die Rallye, dass die Aktienmärkte dann eine weitere Rallye zaubern. Genau das will aber die Fed verhindern, weil sie eben fürchtet, dass wenn alles steigt, wenn Rohstoffpreise steigen, wenn Aktienpreise steigen, die Leute wieder mehr konsumieren, die Nachfrage nach oben geht, dementsprechend die Inflation dauerhafter wird. Was bedeuten würde, dass die Fed immer weiter die Zinsen anheben muss, um diese Nachfrage nach unten zu bringen, damit die Wirtschaft wirklich kaputt macht. Also versucht sie im Vorfeld schon zu signalisieren, nämlich die Fed, Leute, egal wie jetzt die Inflationsdaten ausfallen, wir werden die Zinsen über 5% anheben und werden sie da auch lassen, komme was da wolle. Das ist sozusagen der Versuch der US-Notenbank, die Bestienmärkte irgendwie im Zaum zu halten. Und dieser Psychokrieg zwischen den Märkten und der Fed, der geht weiter. Und das ist ein hochspannendes Phänomen. Hier schauen wir uns mal die Aussagen von Bostic etwa an, der gefragt wird, wie lange werden denn die Zinsen über 5% sein? Und dann sagt er drei Worte, a long time, sehr lange Zeit. Unten sehen wir die Financial Conditions, die sich jetzt durch die weiteren Anstiege der Aktienmärkte weiter lockern. Wir haben gesehen, dass die Renditen tendenziell gefallen sind. Gestern haben wir Bowman von der Fed, der sagte, seeking compelling signs, inflation has peaked. Also man will wirklich überzeugende Beweise sehen, dass die Inflation jetzt runterkommt. Und noch sprechen der Neil Kashkari, einst ein extrem dovisches Mitglied, jetzt sehr hawkisch, hier gegenüber der New York Times, sagt er, also die Wall Street ist optimistisch, dass wir in diesem Jahr die Zinsen senken werden. Nun ist die Wall Street per se als Institution praktisch berufsmäßig optimistisch, sagte Kashkari. Und dann die Frage des Moderators, is it a game of chicken? Also praktisch Märkte gegen die Fed. Und dann lacht Kashkari und sagt, they, also die Wall Street, wird dieses Game of Chicken verlieren gegen die Fed. Also das ist praktisch eine Kriegsansage. Wir sind in einem Krieg, sagt Kashkari, gegen die Märkte. Und wir, die Fed, werden diesen Krieg gewinnen. Das ist eigentlich sehr, sehr deutlich, sehr, sehr sprechend, was hier der Fall ist. Und hier sehen wir, die Fed hat ja mehrfach klargemacht, wir wollen nicht dieses Easing der Financial Conditions haben, diese Lockerung der Finanzkonditionen. Das hat man im FOMC-Protokoll letzte Woche gesagt. Seitdem sind aber eben diese Finanzkonditionen deutlich lockerer geworden, was die Fed fürchtet. Und das ist der vielleicht zentrale Chart, ist eben eine Wiederholung der 1970er Jahre. Inflation geht nach oben, Zinsen steigen, Inflation geht nach unten, Zinsen sinken. Dann steigt die Inflation wieder. Das ist das gewissermaßen das Trauma der Fed. Und ich hatte vorhin das FOMC-Protokoll angesprochen, wo man klar sagt, wir wollen kein unwarranted easing in financial conditions, Fed to stock market. Je länger ihr eure Rallye veranstaltet, umso größer wird der Schmerz. Und wir sind jetzt in diesem Kampf zwischen den Märkten und der Fed. Und die Märkte, wenn man das mal nach verschiedenen Kategorien aufteilt, da gibt es Swaps, da gibt es Spreads, OIS und so weiter, verschiedene Marktsegmente, die also Auskunft darauf geben, wie die Märkte eigentlich jetzt die Zinsentwicklung sehen. Und alles deutet in eine Richtung, nämlich die Fed wird in 2023 die Zinsen senken, spätestens 2024.
Sollte das nicht passieren, sagt Andreas Steno Larsen, dann kracht es bei den Aktien und es kracht bei den Anleihen. Also die Märkte sind sich total sicher. Lass doch die Fed reden, was sie will. Die wird die Zinsen senken müssen. Und die Fed sagt, nein, 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 wir werden es auf keinen Fall machen. Das ist ein echtes Chicken Game, das wir sehen. Und jetzt kommen wir nochmal zu diesen Inflationsdaten. Ich hatte gestern schon gesagt, der Konsens verschiebt sich jetzt sogar ins Negative. Also, dass wir jetzt bei den Dezember-Daten, die wir jetzt morgen bekommen, sogar zum Vormonat einen leichten Fall von minus 0,1% haben. In der Summe auf 6,5% ist die Konsenserwartung, geht das Ganze runter. Ziemlich deutlich, wie die Inflation hier nach unten geht. Und es gibt viele Indikationen, die zeigen, dass dieser Trend durchaus valide ist. Etwa hatte ich gestern schon gezeigt, der Shelter Inflation, die ja ein Drittel dieser Inflationsberechnung ausmacht, da ist jetzt sozusagen diese Preisdynamik komplett vorbei, das dreht sogar leicht ins Negative, dann schauen wir uns mal Apartment Leasings an, dann sehen wir auch hier dreht das ziemlich komplett nach unten. As inflation crushed consumer confidence, also die Inflation, die zerstört letztendlich die Kaufkraft der Leute. Hier wird ganz klar gesagt, es ist vor allem eben die Inflation, die die Leute jetzt zurückschrecken lässt vor solchen Apartment-Leasings und dass die Inflation tiefer reinkommen könnte. Dafür gibt es relativ viele Indikationen. Hier etwa die Frachtraten China-USA im Vergleich mit der Goods-Inflation. Also wenn man die mal übereinander legt, dann sehen wir, da ist wahrscheinlich, dass die Güterinflation weiter nach unten geht. Es ist ja derzeit nur noch die Service-Inflation, die derzeit überhaupt die ganze Geschichte noch am Laufen hält in Sachen Teuerung. Dann haben wir Mannheim Used Car Prices, also praktisch Gebrauchtwagenpreise, die kollabieren geradezu, das geht massiv nach unten. Das gilt übrigens auch für Tesla Gebrauchtwagen, die geradezu abstürzen. Energy Inflation, auch jetzt nicht mehr wirklich ein Treiber Energie, auch das ist raus. Und Wages versus Job Openings, also praktisch Jobangebote und die Löhne, und dann sehen wir hier wahrscheinlich auch eine Abkühlung. Das war ja das, was die Märkte am Freitag gefeiert hatten bei den Arbeitsmarktdaten, die geringeren Stundenlöhne. Also auch da möglicherweise ein Trend. Und was ist das letzte Refugium, das letzte Argument, das die Fed hat? Oh, wir müssen die Zinsen anheben, wegen der Inflation ist die Stärke des Arbeitsmarktes. Aber hier mal ein Rückblick auf die Jahre 73, 74. Auch damals war der Arbeitsmarkt noch super stark, als die Rezession begonnen hat. Da gab es sogar Industrieproduktion plus 4%, Payrolls, also praktisch neue Stellen, deutlich sogar noch nach oben gehend, und dennoch war die Wirtschaft bereits in einer Rezession. Das kann sich ganz schön hinziehen, bis dann sozusagen auch der Arbeitsmarkt letztendlich als nachlaufender Indikator dann klare Signale gibt. Wir haben jetzt diese Entlastungen im Tech-Bereich ja bereits schon massenhaft, aber noch nicht als grobes übergeordnetes Phänomen, aber das ist sozusagen die Speerspitze, die Kundschafter der Arbeitslosigkeit, könnte man fast sagen. Und wie Alf es hier eben thematisiert, erst kühlt sich der Hausmarkt ab, dann gibt es weniger Auftragseingänge, dann wird weniger eingestellt und dann kommt die Inflation nach unten. Das wird diesmal auch so sein, und vor allem der Konsum geht nach unten. Wir sehen die Sparquote der Amerikaner bei 2,2%, das ist der niedrigste Wert ever. Die zehren noch ein bisschen von diesen Stimulus-Geschichten, von diesen Helikopter-Schecks, aber das ist Mitte 23 vorbei und dann ist Ende Gelände mit dem Konsum. Dann dürfte die Geschichte ziemlich schnell nach unten gehen. Das sehen wir schon in den Daten. Hier sehen wir mal unten den Redbook-Index. Das ist praktisch eine Art Erfassung der Umsätze im Einzelhandel von Woche zu Woche. Und wir sehen, das geht hier ganz, ganz klar nach unten. Wir haben gestern NFIB Business Optimism gesehen, also praktisch die Stimmungslage kleinerer Firmen kollabiert. Dennoch,
Hier sehen wir mal den Realtime-Tracker, den Cleveland Realtime-Tracker zur Inflation. Dort erwartet man, dass die Inflation bei 6,64% reinkommen wird, aber der lag schon bei den letzten Inflationsdaten falsch. Aber das zumindest nur mal als Anmerkung auch. Es gibt auch eine Indikation, dass die Zahl höher reinkommen wird. Mal sehen, wer da recht bekommen wird. Aber eins ist klar, wir dürften morgen relativ starke Kursbewegungen erleben. Hier mal JP Morgan mit einem Gameplan, wie die Sache zu spielen ist. Man sagt, wenn die Zahl unter 6,4% ist, Konsens ja 6,5, 20% Wahrscheinlichkeit, dann dürften wir eine Rallye von 3 bis 3,5% sehen. Wenn wir jetzt sozusagen zwischen 6,4 und 6,6 sind, also um und bei in der Konsenserwartung, selbst dann erwartet JP Morgan, dass die Märkte 1,5 bis 2% steigen. Und nur wenn die Zahl über 6,6% ist, dann dürfte es einen Abverkauf von 2,5 bis 3% geben. Aber wie gesagt, Andreas Denno Larsen, der hat hier, von dem ich gerade diese Statistiken hatte, die zeigen, dass da der Druck doch relativ raus ist, der zeigt oder der argumentiert in Richtung niedriger Inflation, also Überraschung nach unten bei den morgigen Daten. Kommen wir zu den Märkten, meine Damen und Herren. Hier sehen wir mal den bestehenden Abwärtstrend, da wäre noch ein bisschen Luft. Ich hatte gestern beim S&P 500 schon diese Verkeilung angesprochen, nachdem Jerome Powell gestern sich nicht zur Geldpolitik geäußert hat. Und 4000 ist das nächste Widerstandsniveau. Da verläuft auch dieser Abwärtstrendkanal. Und was passiert jetzt, wenn die Daten morgen niedriger ausfallen? Dann werden die Märkte eine Rallye zaubern wollen. Und jetzt sind viele große Player, die haben relativ große Cashbestände. Je höher die Geschichten steigen würden, umso mehr müssen die mitspielen. Was ist, wenn hier jetzt eine Rallye kommt und sie sind nicht dabei als institutionelle Investoren? Dann hast du auf Deutsch gesagt die Arschkarte. Dann werden alle sagen, ey Rallye, wo warst du? Wenn ein Abverkauf ist, dann können die institutionellen Player sagen, hat doch alle erwischt, was kann ich dafür? Aber wenn du bei einer Rallye dabei bist, nicht dabei bist, dann hast du ein Problem. Gleichwohl, der Markt ist nicht billig bewertet, das hatte ich mehrfach schon gesagt, wenn eben jetzt wirklich die Wirtschaft sich abkühlt, was sich klar andeutet. Aber nochmal zurück zur Charttechnik. Auch hier sehen wir inverse Schulterkopf-Schulterformation beim S&P 500. Das könnte also durchaus bis etwa 3000, also bis zu diese 4000er Marke gehen oder sogar bis zum 78,6er Retracement bei 4029 Punkten. Also durchaus drin, das ist die eine Seite. Gucken wir allerdings mal übergeordnet auf die Geschichte, dann haben wir zwar kurzfristig, und es ist immer wichtig, die Zeiteinheiten hier zu unterscheiden, kurzfristig ein positives Setup mit einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation, aber übergeordnet haben wir eine bislang noch völlig intakte Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Wenn nämlich diese Bewegung kommt beim S&P 500 nach oben und nicht diese rechte Schulter praktisch pulverisiert, dann wäre dieses Muster aktiv mit einem weiteren Fall nach unten. Das gilt sowohl für den S&P 500 als auch für den Nasdaq. Apropos Nasdaq, noch eine kurze Anmerkung. Wir sehen hier mal den Vergleich zwischen der Bilanzsumme der Notenbanken und den Tech-Aktien, den großen Tech-Aktien, bei denen die Hedgefonds extrem short sind derzeit. Das könnte diese Rallye natürlich dann nochmal beflügeln, wenn jetzt morgen die Inflationsdaten niedriger reinkommen. Und Tech ist ja extrem wichtig. Hier rechts in dieser Grafik sehen wir mal Tech und Energie im Vergleich der Marktgewichtung für den S&P 500, also was die praktisch bewegen, wenn mal eine Bewegung kommt. Also hier sehen wir ganz klar, das könnte ziemlich gewaltsam werden jetzt und die Fed versucht dagegen zu agieren, aber Jeff Gundlach, der Bondkönig, sagt, die Fed hat die Kontrolle verloren. Der Bondmarkt hat die Kontrolle derzeit. Schaut euch die zweijährige US-Staatsanleihe an. Jetzt könnte man natürlich einwenden, wie hier dieser Twitter-Kommentar. Naja, die Anleihemärkte spielen mit diesen Inversionen der Zinskurve eben die bereits sich klar abzeichnende Rezession und auch zur Fed nochmal.
Hier weist Günther Schnabel darauf hin, oder Gunter Schnabel darauf hin, dass die EZB und die Fed jetzt getrennte Wege gehen. Paul hat ja, das war das Wichtigste und Bedeutsamste seiner Rede gestern in Schweden, klar gesagt, wir werden keine Klimapolitiker werden, dazu fehlt uns das Mandat. Wir sind eine Notenbank, wir sind unabhängig und da sind wir froh drum. Da müssen wir manchmal Entscheidungen treffen, die unpopulär sind, aber wir werden keine Klimapolitik machen. Isabel Schnabel von der EZB hat gestern genau das Gegenteil gesagt. Nach Unternehmensanleihen könnten auch die Staatsanleihen der Notenbank nach grünen Kriterien umgeschichtet werden. Also eine Notenbank macht hier Klimapolitik, lenkt Finanzflüsse, was überhaupt nicht ihr Mandat ist aus meiner Sicht. Das ist hochschwierig und wir haben hier auf der einen Seite einen sehr fähigen Mann, glaube ich, mit Jerome Powell, auch wenn der bei der Einschätzung der Inflation ziemlich daneben lag. Aber ich halte jetzt sehr viel mehr von einem Jerome Powell als von allen EZB-Mitgliedern zusammen. Jedenfalls geht man hier getrennte Wege und einer ist richtig aus meiner Sicht und der andere nicht. Und jetzt kommen wir nochmal zu den Artikelempfehlungen, die genau reinpassen in dieses Thema Inflation und Zinsen. Unterschätzen die Märkte die Gefahr? Da gibt es viele, die bei großen oder die großen Player, Aussagen von großen Playern, institutionellen Playern am Markt, die sagen, wir sind in einem völlig anderen Umfeld. Die Inflation wird nicht mehr so richtig runtergehen und die Zinsen werden lange oben bleiben. Interessante Aussagen hierzu. Erste Artikelempfehlung und zweite Artikelempfehlung, meine Damen und Herren, zu der schon eben angesprochenen Isabella Schnabelena, die es gesagt hat, also die Zinsen müssen noch deutlich und stetig steigen. Jene Isabel Schnabel, die noch Ende 2021 uns gesagt hat, es wird eine schnelle Trendwende bei der Inflation nach unten geben. Ups, das ist nicht passiert. Das ist die zweite Artikelempfehlung, meine Damen und Herren. Also diese beiden Artikel empfehle ich Ihnen und empfehle mich jetzt selbst. Sage Servus und Ciao.